Wir haben einen Auftrag an der Grenze des Deutschen Reiches zu erfüllen. Die deutsche Volksgemeinschaft vor Verbrechern und kommunistischer Unterwanderung zu schützen. Es ist auch ein Kinderspiel, in der Sächsischen Schweiz über die Grenze zu gehen. Es gibt viele, die da oben Weg und Steh kennen. Wir hätten für euch einen Auftrag, der ziemlich riskant ist. Das ist genau die Art von Aufträgen, die ich liebe. Halt! Flugblattaktionen einzelner Gruppen genügen allerdings nicht mehr. Der Widerstand wird jetzt zentral organisiert. Entweder brichst du dir beim Klettern den Hals oder die Polizei schnappt dich. Unser SA-Sturm wird an die Grenze verlegt. Wir sollen das Einschleusen von illegalem Propagandamaterial unterbinden. Rechts der Elbe zwischen Sebnitz und Schmilka kontrolliert der SA-Sturm 95 zusätzlich die Grenze. Wir starten morgen früh eine Großaktion im Grenzgebiet. Abmarsch 7.30 Uhr. Mahlzeit. Halt, Hitler. Grenzkontrolle. Halt, stehen bleiben! Die Herren suchen drei ganz gefährliche Burschen. Drück nur die Daumen, dass heute alles glatt läuft. Es kann losgehen. Dort! In der Wand! Meldung an Kommandanten. Schutzheft in Kästen um 12.30 Uhr mit Hilfe unbekannter Personen entflohen. Wahrscheinlich Bergsteiger. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht mindestens einen von denen so weich kriegen, dass er den Namen seiner Genossen ausspuckt. Hände hoch! Geheime Staatspolizei, ihr seid umstellt. Schnell weg! Eine Falle! Großfahndung nach einem Schussverletzten. Jawohl. Gib auf, die Falle ist zu. Dann hat die Geschichte also doch so geklappt, wie ich hoffte. Wir müssen uns wohl was Besseres einfallen lassen.